Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars Empire at War als Imperium mit unserem lieben Todesstern. Dam, dam, dam. Ich weiß gar nicht, ob ich das mache, aber ja. Wir. Nebenbei. Flieg mal da. Ist mir eben gar nicht aufgefallen. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder unsere halbe Armee. Oh. Ja, der war mal leer. Plop, plop, plop. Ja. Wie ist denn hier nochmal der Stützpunktaufbau? Melde mich wie befohlen. Ui, einfach. Ich weiß gar nicht, haben wir hier Feindaktivitäten? Boah, mal eine Sonde. Einheit wird produziert. Nabu könnten wir eigentlich auch mal nebenbei einnehmen. Und so Lust wollte ich ja schon seit Ewigkeiten erobern. Ah, das können wir jetzt wirklich eigentlich in dieser Folge machen und auch nebenbei gucken, wie stark der befestigt ist. Spionage. Ich glaube, darf wohl stark bezweifeln, dass der... Was? Rebellenflotte mit einem imperialen Sternzerstörer? Brigade in Bereitschaft. Also das ist ja eine Anmaßung, die kann ich eigentlich nicht dulden. Quad. Konstruktion abgeschlossen. Aufbau beginnt. Und jetzt hast du deine diplomatische Mission nach Fondor, um da den Ausbau der imperialen Flotte weiter zu begutachten. Du guckst mal nebenbei hier. Aufbau läuft. AT. Oh, das ist ja süß. Oh, das will ich angreifen. Wie der Imperator befiehlt. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Wir werden uns nachher mit dem Todesstern da treffen. Es wird geschehen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. So Lust erobern, das ist auch immer eine schöne Sache. Wir haben den Gegner gefunden. Hallo. Was? Jetzt schon Feuer? Was ist da los? Oh. Ja, verstehe. Diese jämmerliche Streitmacht verhindert unseren Angriff auf dieses System. Beseitigt sie, damit wir den Orbit für das Imperium sichern können. Da habe ich nur einen Sternzerstörer, das ist erbärmlich. Macht euch bereit zum Sterben. Mann, lass den mal meine Bohrzeitkreuzer angreifen. Dreistigkeit an sich. Ah, tonnenweise von den Scheißern. Sag mal, würden die Scheiße langsam mal sterben, bitte? Du auch, so kaputt machen. Hab ich noch meine Bohrzeitkreuzer? Ja, hab ich noch. Gott, was soll denn der Mist? Zerstör mal den Scheiß. Hallo. Halt das Ding fest. Jetzt hat er mir meinen... Wie der einfach kommt... Das sind wirklich Blockadebrecher, wie sonst was, ey. Moment hier, wie... Ne? Scheiß Patrouillen. Was? Willst du mich verarschen? Ey, dafür werdet ihr alle vernichtet. Das ist doch nicht dein Ernst. Bevor Vader nicht wieder auferstanden ist, können wir leider auch nicht den eigentlichen Angriff auf Alderaan starten. Muss ich euch jetzt leider enttäuschen, da müssen wir noch länger warten. In Bereitschaft. Beginne Angriff. Greift die von hinten an. Jetzt habe ich sie. Ich habe einen. Werde beschossen. Natürlich. Erwarte Befehle. Grauenhaft, ey. Raumstation der Stufe 3. Ich gebe dir gleich Raumstation der Stufe 3. Oh, noch mehr von diesen kleinen Tentives. So. Weitere Rebellenstreitkräfte vernichtet. Was willst du denn hier abhauen? Kann das sein, dass der Traktorstrahl auch Energie entzieht? Verlangsamt oder stoppt ja. Stoppt ja leider nicht.
Ja, ich habe Vader verloren. Oh Gott, ey. Du, da. Aufbau hat begonnen. Dann haben wir nämlich diesen Kerl auf jeden Fall schon gesichert. Nicht dein Ernst, ey. Wir werden erstmal nur mit tonnenweise Klontruppen angreifen. Bevor ich da wieder irgendwelche Dings versemmel. Welche schweren Einheiten. Weiterhin Sturmtruppen. Mehr Sturmtruppen. Habe ich schon erwähnt, Sturmtruppen? Kann so wunderbar stürmen. Schon unterwegs. Artillerie, Panzer. So, jetzt erstmal stürmen. Invasion beginnt. Automatisch. Nicht dein Ernst. Er hat doch alle Einheiten genommen. Naja. Wenigstens haben wir diesmal nicht so viel verloren. Aufbau läuft. Die Übermacht der imperialen Streitkräfte war halt doch zu groß. Und wir müssen immer noch weiter warten. Hier wollte ich neben unserem großen Block von Todesstern. Wie viel haben wir jetzt? 3 Sternzerstörer. Ja, okay, wir haben jetzt erstmal noch ein paar Raumstationen gebaut. Sonst haben wir fast alles erobert. Aufbau hat begonnen. Der Kern ist jedenfalls komplett gesichert. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich noch so viel Geld habe. Und Aufbau hat begonnen. Es gibt ja einige Systeme, die noch Aufrüstung bedürfen. Gebäude wird kann ich ja jetzt noch mal kurz vor. Ich weiß nicht, ob es wirklich schon das Ende ist, aber ich meine, so viel mehr kommt ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. So, AT. Blub. Konstruktion abgeschlossen. Die Baumroute sind echt praktisch. Starke Streitmacht, kann ich nur sagen. Konstruktion abgeschlossen. Heiler auf Nalhutter. Ist da eigentlich irgendwer auf Nalhutter? Ja, wahrscheinlich Hutten. Wird produziert. Konstruktion abgeschlossen. Alderaan. Alderaan. Willst du endlich mal dich beeilen mit dem Wiederaufstehen? Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Eine Menge Hutten sogar. Es sind aber so viele schöne Bauplätze. Oh, guck doch mal, noch mehr Sternzerstörer. Sternzerstörer. Bewegung. Soll ich eigentlich nochmal hier zwischendurch angreifen, um den verräterischen Sternzerstörer zu zerstören? Oh, so langsam reicht's mir doch mit dem ATATs. Ich glaube, das dürfte aber auch echt der letzte sein. Was kann man da noch bauen? Ein paar mehr ATSTs. Ein paar davon. Hier vielleicht noch ein paar Artillerien. Oder was meint ihr? Timer. Klontruppen baue ich auch schon hinten. So. Hier ist doch Klontruppen. Genau. Sturmtruppen. Oh Gott. Vader, beeil dich. Meint, ist nur Todesstern. Bauen sie eine Flotte und geben den Todesstern Geleitschutz nach Alderaan. Meint, das wäre doch. Nee, das ist nicht die zweite Kampagne, ich wollte schon sagen. Konstruktion abgeschlossen. Weil, wenn das die zweite Kampagne-Mission schon jetzt gewesen wäre, dann könnten wir das ja gar nicht bringen. Soldaten werden angeworben. Konstruktion abgeschlossen. Vader ist gleich wieder da, da können wir dann auch mal. Frisia, was kannst du eigentlich? Ewing Geschwader 20% weniger. Das wäre relativ wurscht. So. Vader, sind sie gleich mal wieder da? Die dunkle Seite ist stark in mir. Er kann seinen Feind mühelos vernichten. Bereitet euch auf meine Ankunft vor. Trotzdem ist er gestorben. Melde mich wie befohlen. Konstruktion abgeschlossen. Wie der Imperator befiehlt. In Wahrheit stirbt Vader nicht, wie wir alle wissen. Er geht einfach nur woanders hin. Wie ihr wünscht. Ja, oh. Ja genau, da war ja was. Todesstern ist Arschlarm. Vader fliegt einfach nur mal weg und erfüllt einen anderen Auftrag. Er stirbt nicht. Nein, Vader kann doch nicht sterben. Mon Calamari kann ich auch nochmal noch aufrüsten. Aufbau beginnt. Melde mich wie bevor. Praktisches Gefecht steht kurz bevor. Ja, ich schmeiß gerade noch schön viel Geld raus.
Raumstation technisch ist jetzt aber alles voll überall. Was kann man hier noch bauen? So, noch eine Mine. Damit wir noch mehr unnützes Geld machen. Ein angemessener... ja, genau. Hihi. Hallo. Eine Rebellenflotte hat soeben den Hyperraum verlassen, mein Lord. Eine nutzlose Geste. Sie können das Ende von Alderaan nicht verhindern. Das ist das System. Wir sind gleich da. Sofort. Das ist vollkommen wahr. Unterwegs. Einmal kann ich so viele Sternzerstörer ausbauen. Das finde ich lustig. Übrigens, das ist nur die Begleitflotte, ne? Oh! Was ist das denn? Hab ich überhaupt... Ich hab noch 4 imperiale Sternzerstörer. Was bitte? Wow, der verreckt ja schön. Das ist jetzt gar nicht toll. Hallo, Bomber. Mach den Mon Calamari kurz mal bitte kaputt. Und wie man sieht, keiner von denen hat einen Hangar. Oh, wo hat er gerade da? Ja, die Schilder halten das hier gar nichts aus. Hilfe! Jawohl, Commander. Feuer! Unser Antrieb ist ausgefallen, Sir. Position befehlen. Unsere Startrampe ist vernichtet. Bitte du, schieß mal auf den da. Schieß! Schieß! Was eigentlich? Vernichte Alderaan, lass den Todesstern feuer, sobald der Schussreichweite ist. Ich will erst noch die Rebellen vorlaufen, vernichten. Und zwar vollständig. Habe ich keinen Interdiktor-Kreuzer? Ah, ich habe ja gar keine Interdiktor-Kreuzer mehr. Ja, Commander. Wie man hier sieht, schwer bestickte Sternzerstörer. Nein, wir haben einen Sternzerstörer verloren. Neuer Sternzerstörer. So. Das finde ich auch ein schönes Gimmick. Bomber. Effektiv sind die im Kampf gegen Schiff gegen Schiff stärker, nur weil wir halt tonnenweise Jäger haben, ne? Gewinnen wir in der Regel die Schlachten. Commander, wir haben unsere Turbolaser verloren. Erzögere Feuer für maximale Wirkung. Feuer! Vernichte die Mon Calamari. Sie haben es gewagt, sich gegen uns zu wenden. Wir müssen dafür vernichtet werden. Ist mein Feldkommander tot? Weiß ich gar nicht. Vader. Ja. Ich wollte schon sagen, du hast doch noch eine Begleitflotte. Wiedersehen. Ja, das ist die zweite Folge, die ich heute aufnehme. Ja, also müsste die... Mittwoch rauskommen. Ja, momentan ist noch keine neue Folge von irgendwie Gefecht für zwischendurch kommen. Die kommt am Sonntag. Also, nicht nochmal nachfragen, ne? Die kommt doch. Oder besser gesagt, es wird, also ich werde mich da so, ist halt so eine Sache abwechselnd, ist halt so eine Sache zwischen, ja, ihr wolltet alle, dass ich vorhin drücke, das erkläre ich noch. Entweder mache ich ein Gefecht für zwischendurch oder ich mache eine Mod-Vorstellung. Im Prinzip läuft es auf selbe hinaus, nur bei Gefecht für zwischendurch ist es dann in der Regel Public at War, bei Mod-Vorstellung ist es halt eine andere Mod. Moment mal, ich wollte doch, hat doch eigentlich die Musik ausgemacht, kann das nicht sein? Was ich, ach genau, ich habe einen imperialen Sternzerstörer verloren. Sie hat uns angelogen. Der Stützpunkt der Rebellen auf Dentuin wurde offenbar schon lange aufgegeben. Kein Problem. Jeder weitere Widerstand wird bald zerschlagen. Was ist mit der Prinzessin und ihren Kollaborateuren? Die Flucht wurde ihnen ermöglicht. Seid ihr auch sicher, dass dem Peilsender an ihrem Schiff nichts passieren kann?
Ich riskiere viel dabei, Vida. Ich will hoffen, dass es funktioniert. Was? Lord Vader, ich habe eine letzte Aufgabe für euch. Was ist euer Begehr, mein Gebieter? Ich spüre, dass diese Rebellion in ihren letzten verzweifelten Stunden den Todesstern angreifen will. Sie konnten ihre Streitkräfte auf 5 Welten zusammenziehen. Vernichtet sie! Sie alle! Wie ihr wünscht. Und was ist mit dem Todesstern, Eure Majestät? Setzt seine gesamte Zerstörungskraft gegen sie ein! Einsatz aktualisiert. Kontrolle über das System erreicht. Ich frage mich, was die Bodentruppen da gemacht haben. Wird errichtet. Dann los. Tja, übernehmt die Kontrolle über ein paar tolle Planeten und... ja... dabei wird es mir in den nächsten Folgen ein Mon plaisir sein, sie alle zu vernichten. Alle mit dem Todesstern. Boah, ja, wir wollen das natürlich den Imperator befolgen. Aufbau läuft. Und David Field wird auf jeden Fall vernichtet. Und sieht interessant aus. Pff, nein, können wir auch kaputt machen. Hoff, den will ich eigentlich erobern mit AT-ATs. Genau, dann. Hier. Na, machen wir auch kaputt. Sieht eigentlich lustig aus. Vielleicht erobern wir den auch. Mal gucken. Aber der wird auf jeden Fall vernichtet. Ja, der wird auf jeden Fall vernichtet. Konstruktion abgeschlossen. Naja, ach, das, die Folge geht ja noch eigentlich ein bisschen. Das können wir dann noch machen. Nabu erobern. Melde mich wie befohlen, Sir. Nebenbei hier nochmal das Ding. Wird produziert. Artillerie online. Gebäude wird errichtet. Ich will nämlich noch gucken, wer oder was auf Nabu so hockt. Konstruktion abgeschlossen. Da werden 50.000. Nette große Flotte. Es wird mir eine Freude sein, sie anzugreifen. Obwohl die Frage ist, warum nehme ich den Todesstern mit? Ach gut, dann mal noch mehr. Noch mehr Sternzerstörer. Befehl bestätigt. Mehr Sternzerstörer. Drehe bei. Nein, 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 nicht dein Ernst. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Das ist nur einer? Nein. Böse. Ah, jetzt haben wir ihn verloren. Jetzt verliere ich 2 Sternzerstörer. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. So war das jetzt nicht geplant. Naja, ich habe genug Geld. Sternzerstörer hier. Produziert. Einheit wird produziert. Da muss ich auch nicht irgendwie Geld sparen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Ah. Wenn ich den Todesstern benutze, kann ich noch nicht was mehr automatisch Schlacht machen. Okay, ich gewinne immer. Da gibt's kein Vertun. Der Gegner nähert sich. Das Praktische ist, ich muss den ja eigentlich nicht einsetzen. Das ist eine entscheidende Gelegenheit für das Imperium. Bringt den Todesstern in Reichweite des Planeten und zeigt diesem jämmerlichen Aufstand die wahre Macht dieser Kampfstation. Eröffnet das Feuer. Nee, vielleicht später. Maximales Nein, nein, Vader, nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal. Nicht nochmal. Ja, also, so langsam ist das mein Imperium wirklich übermächtig. Und jegliche Rebellion wird im Keim erstickt. Besser gesagt, sie gibt's ja noch nicht ganz mehr in Keim. Alter, so viele von den dummen Raketenkreuzern, das ist unglaublich. Ach, kaputt. Einfach vernichten. Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert. Jetzt werdet ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Sammeln für einen Angriff. Was ist? Oh Gott, diese Raketen, ey. Greife Ziel an. So, alle vernichten. Die nerven einfach nur. Die stehen meinem großartigen Imperium im Weg. Ich könnte jetzt hier jetzt schießen, aber Nabu wollte ich eigentlich nicht vernichten. Da soll der Imperator ja noch hin und seinen Urlaub machen. Ne?
Roger, bestätigt. Und jedes Mal Vader hinschicken, falls er sich irgendwelche Scheiße ausdenkt, damit er ein bisschen leiden kann. Schön den Schild zerstören. Oh, guck mal, da ist ja noch was. Ist mir gar nicht aufgefallen. Zielerfassung bei maximaler Feuerkraft. Verzögere Feuer für maximale Wirkung. Greife an. Los, vernichten. So, ja, das war's. Ich würde mal sagen, noch das, die kläglichen Überreste vernichten, die hier irgendwo rumfliegen. Wieso habe ich keine Interdiktor-Kreuzer dabei? Muss ich gleich noch welche bauen. Also, die Quad-Werften sind halt alle so beschäftigt gerade. Willst du mich verarschen? Information. Finde ich gut. Natürlich. Ich bin dein Schicksal. Natürlich. Alter, willst du mich verarschen? Melde mich wie befohlen. Habe verstanden. Wie lautet eure Anweisung? Diesmal werdet ihr. So, danke. Wo ist der letzte Rebellenkreuzer? Da, vielen Dank. Bereit zum Dienst. Was ist? Wo fliegst du denn jetzt schon wieder hin? Der Rest kann chillen. Wir haben gesiegt. Wer hätte das gedacht? Nein, ich drücke nicht ab. Tabu wird von mir händisch erobert. So nebenbei. Ja, kann man eigentlich über Korsan bauen, ein paar davon. Und mit meiner Bodenstreitmacht. Werden wir ein kleines Autogefecht führen? Oder ist die planetare Map irgendwie interessant? Nein, nein, eindeutig nein. Wiedersehen. Invasion beginnt. Automatisch. AT-AT zerstört. Was? Dreistigkeit. Aufbau beginnt. Aufbau läuft. Für diesen Fahrrad werden die noch viel mehr büßen als für alle anderen davor. Dafür werden zwei neue gebaut. Und ein Halfer. Wie meint, habe ich das nicht schon? Ah, das habe ich schon. Aufbau abgebrochen. Was könnte man hier noch bauen? Ah, Turbo. Aufbau hat begonnen. Naja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wiedersehen.